Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Da vorne haben wir ein paar Sandcrawler, also 5 Stück sehe ich gerade. Vielleicht sind es auch mehr. Der eine hat uns schon im Visier. Und ja, in der letzten Folge hatten wir da hinten eigentlich versucht aufzuräumen, aber das wurde mir doch ein bisschen zu viel mit dem einen Hohepriester. Weil der war doch ein bisschen sehr, sehr stark, sagen wir so. So, kann ich den noch looten? Nö. So, holen wir den nächsten. Aber anders weiß ich auch nicht, wie ich die sonst besiegen soll. Hier, also, ich weiß echt nicht, wie ich gegen den untoten Hohepriester da ankommen soll. So, Ausdauer nochmal tanken, beziehungsweise wir können auch einfach mal so einen Ausdauertrank nehmen. Wir haben davon genug, wir nutzen die nie. Also warum nicht? Okay, der hat uns das erste Mal getroffen. So ein bisschen Abstand. So. Dann haben wir den zumindest jetzt. Speichern und den nächsten bitte. Ja. So, noch ein Ausdauertrank. Und dann machen wir den da auch noch Platz. Ja, komm her. Alter, wie viel Blut hier spritzt. So, haben wir alle. Noch ein Snapperkraut, noch ein Morgentau. So. Okay, dann trinken wir Wasser. Füllt ja auch ein bisschen Leben auf. So, noch einmal. So, und die Heilwurzel. Und dann hier irgendwo auf dem Weg meinte der eine. Wurde er überfallen? Vielleicht in der Höhle da hinten? Alter, wieso muss das so ruckeln? Diese Ruckler hasse ich. So. Apropos, wir hatten doch, Dingens, einen permanenten Trank, Dings. Den hier, Herrscherkraut. So. 292 Leben haben wir jetzt. So. Was ist eigentlich das Maximum Leben, was wir hier kriegen können? Frage mich ja schon, und was ist das hier für eine Höhle? Ah! Ich mach dich fertig! Okay. Bleib stehen! Komm raus! Also die hatten wahrscheinlich den. Ja, komm her. So, nehmen wir alles mit. Hier auch einmal. Liegt hier sonst noch was? Nope.
Speicher einmal und mach meinen Stuhl wieder richtig. Der fällt wieder nach unten. Oh, Alter, ich hasse mittlerweile meinen Stuhl. Der ist so dermaßen schon am Arsch, dass der immer wieder hier runterrutscht. Ich hätte jetzt aber gedacht gehabt, das wären ganz normale Nomaden und nicht jetzt irgendwie... Jetzt wirst du bluten! Was war das denn jetzt? Ach, hier liegt noch eine Waffe. Ein Kampfstab. Krieg ich dich doch noch? Ja, komm raus. Keine Ahnung, wer du bist, aber... Bleib stehen! Ja, komm. Du und dein Schild. So, nehmen wir mit. Hier auch. Die sind ja noch einfach. Nicht so wie dieser Untote. Kommt der nur alleine oder jetzt zu zweit? Ne, nur der alleine. Ja, komm. So, Lederschild, Assassinenschwert. Gibt hier nicht noch ein Schild oder habe ich die schon eingesammelt? Krieg ich dich doch noch? Ja, komm her. Okay, jetzt muss ich aber einmal kurz hier hin. Da. So, so. Und jetzt essen. Bald haben wir auch keine Heilpflanzen mehr. Ich sehe schon. Dann haben wir ein Problem. So. Das müsste reichen. Die Pfeile können wir auch mal looten. So. Oh, noch ein Wasserfass. Das trifft sich ja gut, dass hier noch ein Wasserfass ist. So. Dich will ich. Dich doch noch. Gibt's hier noch jemanden? So, jetzt können wir wieder trinken. Aber das sind ja nur... Nein, nicht zur Bank. Hier trinken. Das wollen wir. So. Das nehmen wir auch mal alles mit. Und dann kriegen wir doch nochmal eine Quest erledigt, hier heute. Was Bensala angeht. Habe ich jetzt nicht erwartet. Warenkiste. Hier ist noch eine. Ich höre hier aber noch jemanden.
Noch eine? Hier ist aber niemand. So. Hier ist echt niemand mehr. Waren das alle Kisten oder wie? Ich sehe hier keine mehr. Hier ist auch keiner. Also weder die Räuber noch Kisten. Wo ist hier vielleicht? Irgendwo noch einer versteckt? Kann ja sein. Nope. Okay, gehen wir nach Benzala, liefern die Kisten ab. Speichern noch einmal. Was ist denn eigentlich hier oben? Noch ein Dämonenpilz und noch ein Dämonenpilz. So, da ist das Herzland. Ah, ich weiß, wo wir sind. Okay. Und da haben wir wieder so einen seltsamen Pilz. Ich schwöre, irgendwann finde ich heraus, wofür die sind. Da ist wieder so einer. Warum sind hier so viele von denen? Die ganze Wüste ist verflucht. Okay, hier sind wieder Zombies. Da habe ich eher weniger das Problem mit. Obwohl, das da ist eine Mumie, ne? Das ist eine Mumie, ja. Der wieder Bock hat zu boxen. Kann ich die vielleicht mit darunter locken? Und die helfen mit? Dann gegen Mumie im Nahkampf? Da! Bitte Abstand. Ich speichere einmal, weil ich nicht weiß, ob der uns jetzt auseinandernehmen wird. Okay, die Mumie haben wir auch erledigt. So, dessen Knüppel nehmen wir mit. Wo ist denn der andere? Der hat da auch noch einen Knüppel gehabt. Ich glaube, den finden wir nicht mehr. Doch, da liegt er. Und sein Knüppel gleich daneben. So, es wird auch langsam dunkel, das heißt, wir können wieder pennen gehen.
So, und vielleicht. Wir haben ja 3 Lernpunkte. Und uns fehlen noch 9000 und ein paar kaputte für die nächste Stufe. Müssen wir mal schauen, wohin wir skillen. Das sollten alle deine Kisten sein. Das sollten alle deine Kisten sein. Du bist wahrlich ein großer Mann. Ich danke dir. Jetzt können wir ein paar Geschäfte machen. Okay, zeig mir Zeig deine mir deine Ware. Ware. Was hat er so? Kaktusschnaps? Nee, danke. Eintopf? Eine Karte. Den würde ich vielleicht noch kaufen. Dafür kriegt er ein Goldnugget. Was haben wir sonst noch? Mana-Tränke brauchen wir nicht. Wasser auch nicht. Das brauchen wir nicht, das nicht, das nicht. Das brauchen wir nicht. Ja, Goblin-Gebärde, genau. Die müssen wir auch noch zu uns nehmen. Dämonenpilze. Sonnenkraut, Heilwurzel, Waldbeere. So, Morgentau. So, Snapperkraut, Ogerblatt, Eisenhalm. Goldausgleich. So. Dann haben wir noch ein Rezept. Und komm, wir lernen bei ihm noch mal ein bisschen was Bring mir im was über Bereich. das Schmieden bei. Was zum Schmieden so. Weiter Eins, so. zwei, Gut. drei. Nur weiter so. So. Wir müssen noch schauen, wie wir hier noch weiter skillen. So, jetzt einmal bis zum nächsten Morgen. Obwohl, wir können. Dolok. Darauf vertraut mir, also kämpfe mit mir. Darauf vertraut mir. Also kämpfe mit mir. Du hast gezeigt, dass du es wert bist, Morra. Wir Ja. gehen zum Tempel und kämpfen gegen die Verdammten. Aber Vielleicht. wir gehen nicht hinein. Morras haben das Unheil begonnen. Morras werden das Unheil beenden. Du gibst das Zeichen. Dann gehen wir los. Kann ich ihn. Greifen wir jetzt den Tempel Greifen wir an? jetzt den Tempel an. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Gehen wir. Neue Quest, der Verfluchte. Laufen die mir hinterher oder laufen die ihren eigenen Weg? Ich hoffe, die helfen mir mit den Untoten, also mit diesem einen Zauberer da. Obwohl der gesagt hat, der geht nicht hinein. So, nee, das will ich nicht riskieren. Krieger und Krieger. Aber hätte ich die jetzt vorher mitgenommen, dann hätte ich die ganzen Erfahrungspunkte ja nicht bekommen. So, die sind ganz entspannt, okay. Kein Stress, Dolok. Immer mit der Ruhe. Ich hätte es nur schön gefunden, wäre er jetzt mein Begleiter gewesen und dann hätte ich ihn nutzen können, um da den einen oder anderen untoten Hohepriester rauszulocken und dann, dass der gegen den kämpft und ich einfach draufhaue. So, der Verfluchte. Julio Dolok.
Oh, jetzt sind die so weit. Die sind wenigstens alle bei voller Gesundheit. Ich speichere einmal hier, weil ich die Befürchtung habe, dass die dann eventuell... gleich wieder abhauen, meine ich. So, ich versuche den da anzulocken. Kommst du? Okay, ich beteilige mich jetzt am Kampf. Ich hoffe, der Untote da hinten. Untote. Alter! So, okay, erster Skelett ist tot. Nein, nicht den Krieger angreifen! Du voll. Ihn! Nein! Hätte ich vielleicht vorher irgendwie meine Gesundheit aufladen sollen? Vielleicht. Versuch sie noch mal rauszulocken. Wo bleiben die jetzt? Kommen die noch? Da sind sie, okay. So, wo ist der untote Hohepriester? Da. So, wer ist hinter mir erstmal her von denen? Der da ist erstmal hinter mir her. Alter! Jetzt haut der mich noch kaputt. Unglaublich. So, einmal Leben aufladen. Ich lasse die da drinnen kämpfen. Das schaffen die wohl. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, da drin ist jetzt nicht noch so ein Hohepriester. So, das müsste reichen. Ich speichere nochmal und dann gehe ich auf den Hohepriester da los. So. Ja.
Jo! Kämpft ihr mal kurz gegeneinander. So, ein Heiltrank geben? Hallo, Heiltrank. Wie viel Leben hat der noch? Ja, in den Staub mit ihm. Okay, den haben wir. Jetzt habe ich halt nur nicht die Punkte bekommen, aber ist in Ordnung. Da! Okay, das fängt schon gut an. Was mit denen? So, der kommt zur Hilfe. So, die Punkte habe ich an mich genommen. So, so, ich esse noch mal was. Achso, ich habe aber auch noch nicht gespeichert, nachdem wir den Untoten da besiegt haben. Ihn anzuvisieren, sondern den. Ja, in den Staub mit ihm. So, und. Muss sie alle töten. Futter für die Würmer. Gibt's da noch mehr? Die sind alle tot. Okay. Haben wir dann geschafft. Was ist mit dem? Den kann ich noch looten. Okay. Dann haben wir. Haben wir hier sonst noch was? War jetzt nicht, da kommen noch welche, okay. Skelett und Zombies. Okay, haben wir geschafft. So, Dolok? Was haben die denn da jetzt vor? So, Goldader, die kann ich jetzt auch mal mitnehmen. Ne? 4 Goldbrocken. Dann hier nochmal Schwefel, ne? Acht Schwefel. So, nochmal was voran. So, Schild erstmal wieder ausrüsten. Warte mal. 1 und 7. So, Krieger, Dolok. Okay, jedes Mal, wenn ich die anquatsche, gehen die woanders hin oder wie? Kurz nochmal speichern. Ich hoffe, da drin ist jetzt kein Priester, Untotenpriester. Wer kommt da jetzt? Okay, dann machen wir zuerst ein Skelett fertig.
Ach so, da kommen ein paar mehr. Oh. Da. So, das sind meine Untoten, hallo. Ich treffe ihn gar nicht. Man muss sie alle töten. Ja, das auf jeden Fall, da hast du recht. Man muss sie alle töten. So, rostiges Schwert. Sonst gibt's hier nichts mehr. So, nochmal was futtern. Wir haben bald echt nichts mehr, was Heilung angeht. Apropos, warte mal, haben wir doch. Wir haben hier noch Sonnenkraut. So, 4. Ja. Und nochmal speichern, dann gehen wir weiter rein. Kriegen wir das vielleicht doch noch hin? Ich habe da was Großes gehört. Wir brauchen aber eine Fackel, definitiv. Ach so. Ja, machen wir Schild. Noch einer? Okay, anscheinend nicht. Okay, die Musik gerade sehr interessant. Jetzt ist nur die Frage, wenn wir da weiter reingehen, was kommt denn da noch auf uns zu? Okay, noch so einer. Ja, komm her. Da, da. Da, da. Da. Wieso treffe ich den gar nicht gerade? Ich hab den gerade null getroffen. Was war das denn jetzt? Okay, locken wir den noch mal raus. Da kommt aber auch was Großes. Ich lock den raus, da wo ich mehr sehen kann. So, nochmal speichern. Und jetzt rein. So, Skelett. Thank you.
So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Nochmal speichern. Was kommt jetzt? Ach so. Ein paar Zombies. So. Hier läuft definitiv noch was Großes rum. Jo, schnell hier hin. Hier, ihr dürft helfen. Muss ich noch mal wieder essen. Unglaublich, ey. Ich muss zusehen, dass ich auch irgendwie Heiltränke herstelle. Oder kaufe. Oder irgendwie Lebensmittel. Irgendwie, keine Ahnung. So, und den hier nochmal. Speichern. Und dann gehen wir nochmal rein. Ich höre da auf jeden Fall was Großes. Was ist mit dem? Der bewegt sich nicht. Den Kopfschuss im Meer? Das sind mir definitiv zu viele Zombies. Wie sehr will man es mit den Zombies übertreiben? Man wollte hier definitiv mit den Zombies übertreiben. Denn das sind echt viele Zombies, Untote und so weiter.
Also mir fällt da auch gar nichts mehr ein, was ich sagen soll oder so. Weil das schon extrem viele waren. So, einmal speichern. Fackel wieder raus und wieder rein da. Ich hoffe, das war's jetzt mit den Zombies. Okay, der geht noch. Interessant, dass der auch brennt. So ein paar lose Knochen. Ach, übertreibt's mit den Zombies. Wie viele sollen hier noch kommen, ne? Ganz ehrlich. Ich glaube, ich habe abgesehen von Sandcrawler keine anderen Gegnertypen mehr hier gesehen. Außer Zombies. Da! Und halt Skelette. Da! Was ist mit dem? Yo. So, kann ich jetzt eben ganz schnell was futtern? Bis der da ist, das dauert noch. Jetzt gibt es aber erstmal keine Musik. Wie sehr will man das übertreiben? Ich glaube, es waren jetzt wirklich mehr Zombies als alle anderen Gegnertypen in dem Spiel. Ich glaube, ich sehe zu, dass ich wieder zurück ins Herzland komme oder so. Keine Ahnung. Weil ich brauche jetzt irgendwie wieder Abwechslung von den Zombies. Weil das waren mir doch ein bisschen zu viele. Die sind auch extrem nervig. Ernsthaft, wie viele sind denn das jetzt? Also in Untoten Hohepriester ist auch mit dabei. Kommt der Untoten Hohepriester auch noch dazu? Wüsste ich halt nur zu gern. Also die beiden mit rauszulocken, weil
sollen die sich mit denen auch drum schlagen? Ey, hier geblieben. So, du komm mit. Ich beteilige mich gleich einfach nur an dem Kampf. Wie viel Leben haben die noch? Ach, die sind wieder voll. Das Alarmen ist nicht. Ja, in den Staub mit ihm. Man muss sie alle töten. So. Speichern. Und dann gehen wir noch einmal rein. Wir haben auch bald alle unsere Fackeln verbraucht, so ob die wir hier rein und raus gehen. Was ist das, was wir stampfen hören? Oder ist das der eine von oben? Kommt der? Kommt der hinterher? War ja vielleicht einmal. Ich weiß jetzt nicht, ob er hinterherkommt. Der kommt. Aber langsam. Der kommt aber langsam. Kann ich den Hirn dann auch noch anlocken? Wenn ich ein bisschen weiter hingehe. Jetzt ist er da. Wenn ich jetzt bis hierhin gehe. Da kommt er schon. Hier jetzt in die Mitte. Wie viel Mana hat der? Okay, der kommt bis hierhin nach draußen. Jogul? Ach du Scheiße.
Wo sind die denn? Hier, wollt ihr mitkämpfen? Ich habe ja jemanden mitgebracht. Ja, der Verfluchte. Haben wir geschafft. Dolok? Das Böse ist besiegt. Ich warte. Speichere einmal. Bevor ich mit ihm deswegen rede, gehe ich noch einmal runter. Denn ich bezweifle, dass es wirklich alle waren. Wenigstens haben wir den Yolok besiegt. Ich höre hier aber noch was stampfen, was wahrscheinlich der Feuergolem ist, der oben rumläuft. Okay, mehr ist hier nicht. Außer hier ein rostiges Schwert. Noch ein Knüppel. Können wir verkaufen gehen. Hier auch noch wieder ein rostiges Schwert. Noch ein Holzschild. Alter. Ich brauche definitiv jetzt bald eine Pause von den Untoten. Okay, Dolok. Das Böse ist besiegt. Das Böse ist besiegt. Du hast Mut gezeigt, Mora. So halt. Was Ehre. Hier, nimm das. Du wirst es brauchen. Trank der Lebenskraft erhalten. Nice. Noch ein Level up. Trank der Lebenskraft. Maximale Lebensenergie plus 8. Nehmen wir. So, 300 Leben haben wir jetzt genau. So, und hier die Goblinbeere. Dann haben wir nochmal 135. Also Lebenskraft können wir nicht genug kriegen, sage ich jetzt mal so. Dolok? Warte mal, wie sieht es jetzt mit dem Quest aus? Das Geschäft mit Basir? Ich gehe nochmal nach Bensala zurück. Echt jetzt, ich freue mich, sobald der Scheiß mit den Untoten hier vorbei ist. Das ist extrem nervig gewesen. Das war jetzt wirklich... Das waren jetzt 6 Folgen nur mit Untoten. Das ging selbst mir hier jetzt auf den Nerv. Aber ich sag mal hier einmal Bescheid. Die Untoten sind vertrieben. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Punkte. Hier, Enzo. So, erstmal Parukla. Dem kann ich aber jetzt nichts sagen bezüglich der Untoten. Joris? Nein. Wie sieht's hier aus, Daro? Ich war im Tempel. Ich war im Tempel. Dann ist das Böse besiegt. Wir stehen in deiner Schuld. Geh zu Julio und bringe ihm die erfreuliche Nachricht. Er wird unsere Schuld bei dir einlösen. Nice, nochmal 1000 Erfahrung. So, Julio. Ich denke, deine Stadt ist wieder sicher. Ich denke, deine Stadt ist wieder sicher. Ich danke dir, Vater der Tapferkeit. Ich wusste es. Direkt als ich dich gesehen habe, wusste ich, dieser Mann wird uns retten. Ja, ja, schon gut. Genug der Worte. Lass mich dich mit Gold überschütten.
Okay. So, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Was hat er denn so? Ah, da ist das Assassinenschwert, das wir hatten. Was ich ihm aus Versehen verkauft hatte, wahrscheinlich. So, Eintopfrezept. Ja, aber er hat jetzt nichts, was ich bräuchte. Aber ich kann ihm das hier verkaufen und die Goldnuggets. So, dann die hier. So, die Assassinenschwerter darf er haben. Oder warte mal, wenn wir die Waffen einmal hier alle schärfen. Dings. Am Schleifstein. Hier. So. Das bringt nichts. Okay, die... Nein. Okay, von an Wert steigen die jetzt nicht. Schade. Aber ich verkaufe die ihm auch nochmal. So, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, die Assassinenschwerter, die rostigen Schwerter, die Knüppel, die Bögen und das hier. So, kriegen wir nochmal fast 4000. Warum haben die aber allesamt keine, Würdest du mich im Kampf unterrichten? Warte, wie viele Dings haben wir jetzt? Wieder 11 Lernpunkte. So, Erzwaffen schmieden, Klingen schärfen. Ne, Rüstung, also Rüstung verbessern war das doch. Nicht Klingen schärfen. Rüstung verbessern, genau. So, Bring mir was über das Schmieden bei. Dazu bist du noch nicht bereit. 27 Schmiedepunkte. Okay, ich investiere nochmal. Weiter so. Weiter so. Gut so. So, dann sind wir jetzt bei 44. Wie viel will dazu sagen? Bist du noch nicht bereit. 16 dann noch. So, dann ist nur die Frage, die sind jetzt hier alle mir wohlgesonnen. Mal gucken, wie lange das noch so bleibt. Bis zum nächsten Morgen. Und ja, ich würde sagen, ich würde mal den ganzen Weg hier wieder zurückgehen. Da fehlten noch ein paar Quests, glaube ich, in Lago und so weiter. Das machen wir in der nächsten Folge. Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!